Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Unter dem Motto «Das ist erst der Anfang» feiert GOB das 10-jährige Jubiläum von GOB Naturaplan mit einer Reihe von Aktivitäten. Zurzeit ist das ein Gemüse-Salat-Festival mit einer Vielfalt von Salat, Gemüse, Kräuter und anderen Produkten, die man braucht, zum Zubereiten von Soßen, Dips und einem knackigen Salatbuffet. Kundenwünsche haben vor 10 Jahren den Ausschlag zum Start von GOB Naturaplan gegeben. Das Bedürfnis nach genussvollen, naturbelassenen und tierfreundlich produzierten Lebensmitteln. GOB hat als erster Grossverteiler 1993 Bioprodukte eingeführt und damit das erfolgreiche Naturaplan-Projekt lanciert. Heute steht Knospen von Bioswiss zusammen mit dem GOB Naturaplan-Label auf mehr als 1000 Produkte in unseren Läden, zum Zeichen, dass sie garantiert biologisch hergestellt worden sind. Damit man das Beste in grosser Quantität anbieten konnte, hat es auch eine Vielzahl von Bauern gebraucht, die die Herausforderung annehmen wollten und auf die neuen Produktionsmethoden umsteigen. Einer dieser Bauern war von Anfang an Manfred Wolf. In Ried bei Kerzers hat er einen Biobetrieb aufgebaut und seither mit grossem Erfolg bewirtschaftet. Lolo, Lattich, Eisbergsalat und ein Teil vom Kopfsalat fürs Gemüse- und Salatfestival bei GOB stammen aus seinen Feldern im fruchtbaren Seeland. Wie ihr seht, sind wir im Moment gerade am Lolo schneiden. Obwohl wir sehr grosse Probleme mit der Witterung bis Mitte April mit einer sehr grossen Trockene und zum Teil sehr, sehr extrem kalten Morgen, sind wir jetzt eigentlich froh, dass wir die ganze Salatpalette und die ganze Breite anbieten können. Biolandbau findet nicht nur draussen statt. Die Richtlinien von Bioswiss gelten auch im Treibhaus, wo schon die ersten Gurken geerntet werden. Wir sind hier in der Gurkenkultur, die seit dem 1. März gesetzt ist. Ernten tun wir seit dem 20. April. Durch die optimalen Wetterbedingungen in den letzten Wochen ernten wir Gurken mit 400 bis 500 Gramm am frühen Morgen. Der Nützlingseinsatz hat optimal eingeschlagen und wir können gute und schöne Qualität anbieten. Weil nicht nur das Gemüse biologisch sein, sondern auch die Setzling, bezieht sie den Manfred Wolf gerade bei seinem Nachbarn Hans Etter. Das Pressen der Töpfchen und das Setzen des Samen wird durch eine effiziente Maschine erledigt. Nach ein paar Tagen im Vorkeimraum wachsen die Abertausende von Setzlingen in Reihe und Glied unter idealen Bedingungen dem Tag entgegen, wo sie gross genug sind zum Austopfen und Aussetzen ins Freiland. Auch der Kopfsalat, der Blumenkohl, der Brokkoli oder der Peterli im Topf, die zahlreiche Bio-Hobbygärtner im ganzen Land bei GOB kaufen, haben hier in diesem Betrieb ihren Anfang genommen. Im Frühling freut man sich auf neue Herdäpfel und bald sind auch die biologischen von Manfred Wolf soweit. Um das Unkraut zu bekämpfen, werden sie im Moment gerade angehäufelt. Denn bekanntlich ist im Biolandbau der Einsatz von Herbiziden verboten. Das Gemüse- und Salatfestival in unseren Läden wird begleitet durch ein Magazin mit vielen Informationen über Bioprodukte von GOB Naturaplan. Wie gewohnt stehen lustige Rezepte von Betty Bossidin und auch im Teleskop gibt es morgen einen speziellen Frühlingssalat. Was natürlich auch gut ist, wenn man spontan besuchen, den können wir gleich, also im Kühlschrank zu haben. Das kann man aufbewahren. Ja, ja, also ich würde jetzt sagen, eine Woche ganz. Ich habe ja frische Kräutchen drin und auch den Knoblauch natürlich. Das ist enorm gut. Und jetzt geht das in den Ofen, weil die müssen gross rein werden. Ja. Bei 250 Grad. 5 Minuten. So, so. Und jetzt so eine Portion noch drauf. Und dann würde ich eigentlich sagen, im besten Fall ist gross rein, Vorspeise schon bereit. Das Rezept sehen Sie in voller Länge zum Nachkochen. Morgen über Mittag um 12:30 auf dem Sender und wie gewohnt in der neuen GOB-Zeitung. Salat ist übrigens auch im GOB-Restaurant angesagt. Dort offeriert Ihnen der Küchenchef ein Schweinsteak mit Kräuterbutter und Salat vom Buffet. Alles natürlich von GOB Naturaplan. Das war es für heute. Tipps zum Grillieren und alles, was man dafür braucht, haben wir in einer Woche für Sie bereit. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!